Expo Trirena hier in Lörrach ist eine Ausstellung, die über die Grenzen schauen will. Gemeinsamkeiten und Unterschied. Dafür haben wir drei grosse Räume geschaffen. Im ersten Raum zeigen wir, was gemeinsam ist zwischen den Menschen und der Region. Im zweiten ist unser Thema der Unterschied zwischen den drei Ländern. Und im dritten Raum werden wir zeigen, wie lebt sich's denn so an dieser Grenze. Im ersten Raum zeige ich mir die Gemeinsamkeiten in der Region. Und im Mittelpunkt ist das große Satellitenfoto, wo man ganz im Detail die einzelnen Häuser sogar sieht. Der Mittelpunkt der Region ist Rheintal und drumherum sind die drei Gebirge, Schwarzwald, Jura und Vogesen. Ganz anders gestaltet ist der zweite Raum. Lange Wände, ganz viel, dass man hier getrennt ist. Am Anfang dieser Abteilung können Sie sich verkleiden. Als Schweizer, als Franzos oder als Deutsche. Aber dann bitte anschauen in dem Zerspiegel, klein und dick oder groß und lang, weil schließlich sind das alles Klischees. Und im Rest vom Raum können wir dann untersuchen, wie kommt es eigentlich dazu, dass die Klischees entstanden sind. Hier zum Beispiel bei diesem Puzzle sieht man die genauen Grenzen von der Region, von den Ländern früher. Um 1650 Baden zum Beispiel, Basel, Österreich, Frankreich. Und mit einem Ruck kann man dann die Situation von heute schaffen. Dann kommt es zur Region von heute mit den drei Ländern Deutschland, Schweiz und Frankreich. Im dritten Raum geht es ums Thema Grenzen. Wir zeigen hier, welche Auswirkungen Grenzkontrolle im 20. Jahrhundert auf das Leben der Menschen haben, und zwar auf das politische Leben, auf die Wirtschaft oder auch auf den Spruch, der sich ja auseinanderentwickelt in den drei Ländern der Region. Wir stehen hier mitten im Aufbau unserer Fasnachtsausstellung. Die Idee dahinter ist die Fasnacht-Geschichte in der Region. Wir gehen grundsätzlich auf die Geschichte der Fasnacht in der Region ein, kurz ab Mittelalter, frühe Neuzeit, und gehen dann aber schwerpunktmäßig über ins 19. Jahrhundert, wo eine gemeinsame Fasnachtsbasis vorhanden war in der ganzen Region. Wir machen spezielle Kinderfeierungen, wo man dann im Anschluss Bastelworkshops macht zum Larvenbasteln. Wir machen eine grosse Kinderaktion im Januar. Da werden am Wochenende drei Tage lang den Kindern in einer Gruppe ein eigenes kleines Fasnachtszügel gestalten. Sie den Sujet überlegen, sie den Kostüm basteln und ein kleines Handwägeli und Larven dazu auch selber gestalten. Wer sich für die trinationale Kultur vom Oberrhein interessiert, ist in diesem Museum bestens aufgehoben. Nicht zuletzt auch für Kinder ist ein Museumsbesuch dort in Lörrach ein besonderes Erlebnis.